Die Online-Plattform change.org möchte politische Entscheidungen beeinflussen und sammelt zu diesem Zweck Unterschriften. Auch Nora Lump hat dort hin und wieder Petitionen unterschrieben. Jetzt hat sie ihre erste eigene Unterschriftensammlung gestartet. Gemeinsam mit anderen Eltern kämpft sie um eine weitere erste Klasse für ihre Kinder an der bilingualen Europaschule in Berlin-Neukölln. Wir haben inzwischen 755 Stimmen gesammelt in 10 Tagen. Wir haben es jetzt geschafft, einen Termin mit der Bezirksstadträtin zu bekommen und wollen jetzt eigentlich den Termin noch abwarten, um dann zu gucken, wie wir vielleicht als so eine Art Druckmittel im Nachhinein diese Online-Petition noch überreichen, dass man das einfach mit einer gewissen Öffentlichkeit überreicht. In Deutschland nutzen über 376.000 Aktivisten change.org. Jeder kann dort eine Petition starten und nach Unterstützung suchen. Aktuell stehen 864 Projekte zur Auswahl. Einmal eingeloggt, ist es leicht und verführerisch, sich von Petition zu klicken und schnell mal zu unterschreiben. Man kann sich dabei als echter Weltverbesserer fühlen. Change.org belohnt also lediglich ein paar Klicks mit einem guten Gewissen, könnte man meinen. Also eine Petition, die ich starte zur Rettung des Klimas, ist schwierig, weil da weiß jeder Mensch, jede digitale Unterschrift wird daran erstmal nichts ändern, sondern Kampagnen, gute Kampagnen und Petitionen sind dann stark, wenn sie auch konkrete Veränderungsmacht in sich tragen. Auch die bisher größte Online-Petition in Deutschland wollte etwas Konkretes verändern. Über 130.000 Menschen unterschrieben 2009 per Klick gegen das Netzsperrengesetz der damaligen Familienministerin von der Leyen. Und sie wurden gehört. Der Gesetzesplan wurde eingestampft. Dabei haben normalerweise eher Petitionen mit lokalem Bezug Erfolg. Aber unabhängig von dem Inhalt, jede Petition, jede Unterschrift vergrößert den Datenbestand von change.org. Deswegen kann die Organisation schnell reagieren und in kürzester Zeit viele Leute mobilisieren. Denn nach der ersten Unterschrift sind viele User auch noch zu weiteren Handlungen bereit. Also wenn Leute einmal eine Petition unterschrieben haben, machen bis zu 70% auch noch eine zweite, dritte und vierte Handlung. Facebook-Demo, Telefon-Demo, Fax-Demo, eine echte Demo. Jeder macht das, was er kann und wofür er Zeit hat. Und überhaupt mitzumachen ist, finde ich, schon mal super. Also man hat nämlich auch immer die Alternative, sich wegzudrehen, wegzugucken und gar nichts zu machen. Bei kleineren Themen mag das helfen. Bei größeren politischen Fragen dürften die Mächtigen sich über die Klickzahlen bestenfalls amüsieren. Deshalb investieren große Organisationen wie Amnesty International oder Greenpeace langfristig in die Hintergrundarbeit und Vernetzung. Neuerdings müssen diese sogenannten NGOs allerdings die hohen Kosten für ihren Mitarbeiterstab vor ihren Mitgliedern rechtfertigen. Denn die neuen Akteure haben wesentlich geringere Verwaltungskosten und sie kosten ihre Nutzer nichts. Nur eine Unterschrift. Die Online-Petitionen werden meines Erachtens den etablierten NGOs schaden, beziehungsweise vielleicht ist Schaden das falsche Wort. Ich glaube, sie werden sie herausfordern. Ich denke, wir stehen vor einem Generationswandel. Und genauso wie sich der Einzelhandel massiv verändert hat durch die Existenz von Plattformen wie eBay, so wird sich auch die NGO-Szene, die Stiftungsszene massiv verändern durch die Digitalisierung. Die großen etablierten NGOs werden sich anpassen müssen, wenn sie weiter vorne mitspielen wollen. Das heißt, zeitgemäße Themen besetzen und eine Sprache finden, die auch junge Netznutzer anspricht. Denn was gerade im Netz passiert, ist ein ausgewachsener Kulturwandel. Was wir sehen, ist ein wirklicher, meines Erachtens, ein Wandel, ein Strukturwandel in der Demokratie, der, wenn er richtig gespielt wird, wirklich zu mehr Partizipation beitragen kann, weil es einfach einfach ist, für Menschen ihre Meinung zu äußern und weil mehr Themen an die Oberfläche kommen. Im besten Fall lassen die Online-Petitionsplattformen eine ganz neue Akteursgruppe politisch aktiv werden. Und sie erzeugen Aufmerksamkeit für Themen, für die sich gar keine großen NGOs interessieren würden. Im schlechtesten Fall nehmen sie Online-Petitionen den Wert, indem sie das Web inflationär damit überfluten. Und dann wäre es auch mit der Aufmerksamkeit vorbei.